Ja, hallo in den Norden. Wie üblich den meinen Endtest. Wir schalten den Sender ein, dann blinken die beiden LEDs am Geber. Dann schalten wir die Empfangsanlage ein und die beiden blauen LEDs der Servos gehen an. Hier warten wir, bis die anfangen schnell zu blinken. Wenn die schnell blinken, drücken wir die beiden Synchronisationstasten am Geber. Die Servos laufen dann zuerst in die Notposition und dann in die voreingestellte Position. Hier können wir das eigentlich sehen. Jetzt können wir steuern, wohin wir wollen. Noch ein kleiner Tipp: Wenn genau die Notposition eingestellt wird, dann brennen zusätzlich die roten LEDs ebenfalls, wenn wir haarscharf rückwärts fahren. Ich habe die Servos so bezeichnet, dass man eigentlich die Notposition gerade voraus jetzt schön sieht. Okay, viel Spaß damit und tschüss.